Jo Leute, was geht? Freunde, es ist mal wieder soweit. Eine neue Episode Skibidi Toilet Multiverse ist da. Und Leute, ich bin, ja, würde ich sagen, nicht so ganz gehypt. Aber ich habe das Thumbnail gesehen und es sieht auf jeden Fall aus, als würde der Titan Drillman zurückkommen. Und darauf bin ich auf jeden Fall gespannt, weil den haben wir wirklich jetzt schon fast 10 Folgen lang nicht gesehen. Nach dem Verrat, den er begangen hat an den, naja, würde ich sagen, an den Cameraman. Und ja, deswegen schauen wir auf jeden Fall die Episode an. Episode 36. Naja, wie soll ich sagen, Leute, die letzte Episode 35, da hat mir Part 1 sehr gut gefallen. Part 2 fand ich allerdings wirklich nicht so interessant. Das ist, man weiß nicht, was wirklich passiert ist mehr. Auf jeden Fall, es war nicht so interessant. Wir werden auf jeden Fall Part 36 schon anschauen. Die Folge geht 4 Minuten 6. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und lasst mir gerne 4 Minuten eurer Zeit da. Let's go! Okay, Basis 1. Ich mache schon mal die Untertitel an, für den Fall, dass mal wieder irgendwie so eine Stelle kommt, wo irgendeine von den Charakteren wieder anfängt, auf Englisch zu reden. Ich finde das ein bisschen ätzend. Die gehören nicht für dich in dieses Skibidi Toilet Multiversum rein. Es passt nicht rein. Aber ey, das sieht ganz cool animiert aus. Das muss der Titan Drillman sein. Oh. Und da ist der Titan TV Man. Der Titan. Oliver Kahn, der Titan. Da ist er auch sogar, der Scientist. Und da ist der Charakter, den ich am wenigsten leiden kann. Die machen wirklich gar keinen Sinn. Aber ja, Leute, die Skibidi Apocalypse steht kurz bevor und ich hoffe, dass es wirklich ein krasses Finale wird. Also, ob die Serie dann endet, weiß ich nicht. Ich finde, sie hat es verdient, jetzt zu ja, zu drauf zu gehen, zu sterben. Skibidi Toilet soll mal enden, damit Zeit für einen neuen Trend ist. Weil ich habe Bock auf einen neuen Trend und ich weiß, die Kreativität von den Leuten ist da. Sie können das. Sie können einen neuen Trend machen. Let's go. Traut euch. Macht mal eine Gigagagagago-Serie oder so. Oder Hamstinies. Eure Zeit ist gekommen. Okay, die laden sich auf. Was ist das? Das sieht nach einer Base aus in einem Berg. Was ist da drin? Oh, ich glaube, hier haben wir geendet. Wir sind wieder ein Cameraman. Dieses Mal mit den stacheligen Kugelpömpeln. Das sind ja die Shuriken-Pömpel. Ich nenne sie die Shoyoka-Pümpel. Wow! Big Daddy? Big Daddy Skibidi Toilet aus Bioshock? Der sieht auf jeden Fall ein bisschen nach Big Daddy aus, aber mit den Kettensägen macht nicht so wirklich Sinn. Kettensägen Skibidi Toilet? Chainsaw Man? Der Kettensägenmann. Das fehlt noch. Das brauchen wir noch. Assassin Drillman. Okay. Was sind die drinnen? Oh, ich sag's euch, wie es ist. So wie das aussieht, das sieht sehr nach Star Wars Episode 5 aus. Wo Han Solo in... Das war jetzt nicht die Kryokamber, aber der Tank ist, wo er der Carbonifizierer oder so, ne? Wo er in Carbon... Oder war das ein anderes Material, eingefroren wurde? Carbonit? Ich glaube, das war Carbonit. Das sieht genauso aus wie dieses Podest, das so rot leuchtet. Und dann fährt er so runter. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Zombie! Zombie Skibidi! Skibidi Zombie Toilet! Okay. Attacke. Oh nein. Oh nein, er wird gecrushed. Boah, er hat ihm den Arm einfach abgeschwungen. Oh, Bruder, da muss ich jetzt aber meine Klimaanlage erst ausmachen. Achtung. So, Klimaanlage ist aus, wird langsam hier ein bisschen kalt. Ja, aber ich glaube, dem Bruder wird langsam auch kalt, wenn der Arm offen ist. Ne? Muss ja erwärmt werden. Aber es ist ja ein Zombie, also ist ihm egal. Wir Camera Woman. Kommt sie durch? Nein. Oh, wer hat sie gerettet?
Der Assassine, glaube ich. Los. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, was das für eine grüne Flüssigkeit war, aber ich glaube, das ist diese Klonungsflüssigkeit. Oder um diese Skibbidi-Toilets, die eigentlich schon tot waren, dass man die zombifizieren kann. So sieht's. Oh! Da ist sie, Clockwoman. Leute, wir haben Clockwoman wieder in Action. Was mit Clockman passiert ist. Ja. Das war der einzige Charakter, wo sie deren Tod durchgezogen haben in der Serie. Da war ich richtig überrascht von, dass sie das gemacht haben. TV Woman! Ist er down? Nein! Hä? Leute! Ihr müsst ihn down... Also, ob ich das gemeint habe mit, ihr müsst ihn down werfen, ihr müsst ihn down bekommen, ihr müsst ihn erledigen, sagte ich. Der könnte ja wiederkommen. Daumen nach oben. Daumen nach oben, Leute. Okay, die scheinen die ganzen Terminals zu hacken. Das ist der Ort, wo vier weitere Zombies Skibbidi Toilets sind. Und in der Mitte ist ein anderer Charakter. Bomberman. Oh nein. Musik. Was geht denn jetzt auf einmal ab? Okay. Der Wissenschaftler. Nein. Die gefangene Drillwoman aus Folge 20 oder so. Ewigkeiten her. Die lebt noch? Warum haben sie sie überhaupt gefangen gehalten? Ist sie für irgendwas wichtig? Weil Skibbidi-Toilets machen keine Opfer. Oder sie nutzen sie nur als Köder. Und opfern sie. Jetzt, wo sie da sind, kann sie geopfert werden. This place shall be your grave. Ja, weißt du was? Ich hoffe, der Platz ist euer Grab, damit ihr nicht mehr reden müsst, damit ihr eure Klappe haltet und damit endlich mal wieder normale Charaktere eingeführt werden, die nicht reden. Let's go. Okay, das ist ein cooler Kampf. Das wird ein cooler Fight. Oh, und sie zeigen uns den Kampf nicht. Warum? Warum machst du das? Ohne Witz? Warum wird das gemacht? Leute, ich verstehe mich nicht falsch. Das Storytelling ist eigentlich ein taktisches Mittel. Das ist so ein richtiger Moment, wo man eine Werbepause im Fernsehen reinsetzt. Und dann wechselt man zu dem hier oder man macht was anderes. Aber wir sind hier auf YouTube und das ist nur ein 4-Minuten-Video. Ihr könnt das nicht machen, dass ihr mitten im Plot, so wo die Spannung steigt, eine neue Szenerie ladet und dann endet das Video und ein, zwei Wochen später erinnerst du dich doch eh nicht, was davor passiert ist. Das ist einfach schlecht erzählt. Weißt du, mach die Videos 10 Minuten, dann kann man das so bringen. Aber nicht mal so ein kurzes Video. Titan Drillman. Er ist voller Hass und Wut. Folge einfach. Hä? Warum ist die Folge? Ich zeig's euch mal. Warum heißt die Folge? Ihr seht's hier oben. Skibbidi Toilet Multiverse 36. Ihr wisst ja, ich beschwere mich immer, dass sie Part 1 und Part 2 nennen. Aber das ist doch ganz klar ein Part 1. Was hatten wir in der letzten Folge? 35 Part 1? 35 Part 2. Komplett unterschiedliche Episoden, die nichts miteinander zu tun gehabt haben. Gar nichts miteinander. Und die Folge, die wirkt auf jeden Fall nicht vollständig. Die hat viel angeteased. Ja, ich bin gespannt, Leute. Die nächste Folge wird interessant. Die nächste Episode wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass sie dann beide Kämpfe zeigen. Und auch den Titan Drillman, was er jetzt vorhat. Aber an sich, Leute, ja, die Folge macht Laune. Auf mehr. An sich kann ich die Folge mich aber nicht ganz groß lange erinnern. Naja, aber auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr seid am Start, ihr seid ready für Folge 37, wenn sie rauskommt. Und deswegen zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst uns trotzdem auf diesem Video noch 1000 Likes schaffen, damit ich weiß, ihr habt noch Interesse an Skibbidi Toilet Multiverse. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, checkt DOM Studio aus. Wir sehen uns, IDs raus, dort rein und ciao.